So und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier von City Skyline zu Folge 99, ja 100. Ich weiß nicht, ob es eine Special Edition wird, die 100 oder nicht. In dieser Folge haben wir so ein bisschen was geändert, zu ändern und mal schauen. Ich glaube, das ist ein bisschen laut und ich könnte eventuell jetzt ein bisschen leise gegenüber euch sein. Denn ich habe mal für das Master Demand, den lasse ich mal raus. Und wir gucken einfach mal, wie sich die Entwicklung und der Rest so verhalten. Was hier wie passiert. Vielleicht schaffen wir es ja ohne irgendwelche großen Einbußen hier noch einen Gewinn zu machen. Irgendwie alles zu retten, noch was zu retten ist, was ich hoffe, was hoffentlich noch viel sein wird. Das ist aber ein anderes Thema. In dieser Folge weiß ich noch gar nicht, was ich eigentlich machen will. Weil irgendwie ist jetzt für mich, denke ich mir gerade so, ja, wir können ja mal anfangen aufzunehmen. Wir gucken einfach mal, was draus wird. Wir können ja, das wäre eigentlich die Idee, wir können ja anfangen mit was, was ich schon eigentlich, ich weiß nicht, wie lange machen wollte. Und zwar mit dem Werk hier vorne. Ja, das ist jetzt, ich weiß nicht, Gott, wie lange her. Da wollten wir die ganze Zeit, oder sollten wir schon die ganze Zeit hier mal den Parkplatz oder allgemein das Ganze hier anfangen aufzubauen, dass wir endlich hier sagen können, jo, wir haben es geschafft. Wir sind hier wirklich fertig mit allem. Was ja natürlich auch nicht schlecht wäre, ne? Das Problem ist dann halt immer so, wie funktioniert es wirklich, wie ist es gerade, was geht und was geht halt nicht. So beispielsweise, das ging ja hier noch und dann könnte man jetzt hier sagen, jo, wir kopieren hier meinetwegen nochmal zwei Parkplätze rüber, weil es halt gerade passt und sagen dann hier meinetwegen auch, ja, ziehen wir halt um so leicht. Dass wir hier irgendwie diesen Parkplatz realisieren fürs Werk. Und dann kann man ja hier drum auch nochmal einen Zaun machen oder sowas. Damit man irgendwie nur die Abgrenzung hat, in welchem Bereich hier eigentlich was ist. und dann haben wir das auch. Und ich habe ein paar Sachen hinzugefügt. Davon hoffe ich, dass alles irgendwie geht. Denn ich habe Props eingefügt, wie neue Welle oder sowas. Und da können wir natürlich mal schauen, was hier ist. Was hier kommt. Ja, also ein bisschen Überraschung darf auch wieder sein. So. Und dann wäre das ja eigentlich hier so der ideale Weg. So. Ja. Ist halt jetzt okay. Müssen wir nur mal ein bisschen vielleicht dann aufteilen, dass wir hier irgendwie sagen, jo, in dem Gebiet ist halt das so, dass da keiner langkommt oder lang fährt. So. Und dann hier hinten auch nochmal den Weg. Das passt ja perfekt. Oder fast perfekt hier rein. Dann haben wir hier wenigstens schon mal ein bisschen wieder das Gebiet gefüllt. Das ist ja auch eine große Aufgabe, die wir hier schon seit, ich weiß nicht wie lange, vor uns herschleppen. Hier haben wir ja gesagt, okay, hier wollten wir noch ein bisschen was machen. Hier haben wir jetzt einen der Parkplätze sozusagen geschaffen. Hoffen wir mal, dass hier auch keine Leute abwandern. Das wäre eins der Probleme, die ich am meisten befürchten würde. Dass die Leute sagen, ach nee, ich habe keine Lust mehr und weg sind sie. Aber derzeit trotz minus 11 sieht es da noch relativ gut aus hier von den Einwohnern. Und ich hoffe mal, dass sich das irgendwie hier wieder einpendelt. Auch von den einkommenden oder reinkommenden Zügen, weil derzeit sehe ich keinen Zug hier reinkommen, ne? Hier stehen zwar ein paar Sachen, aber es kommt halt nichts wirklich rein. Und das ist halt doch irgendwo ärgerlich. Kaum sage ich es, kommt da der Zug. Ja, das machen wir erstmal nochmal kurz. Wir ziehen hier einfach die Verbindung gerade wieder ein. Damit wir hier erstmal irgendwas zum Nachweisen wieder haben, dass es geht. Oder wie auch immer.
Ja, so sollte es dann auch wieder funktionieren. So, City, Frachtumschlagplatz, Freight House. Ja, ich hoffe, dass es jetzt hier geht. Genau, wir hatten ja dann hier auch noch so ein bisschen Industrie. Was ich ja dann ausbauen kann. Nicht muss, aber es wäre halt schön, wenn das funktioniert. Wieso haben die auch zum Beispiel kein Treib... Jetzt verstehe ich natürlich auch, wieso die ausgegangen sind, die Generatoren, und wir jetzt das AKW bauen mussten. Das ist jetzt natürlich verständlich, hier zu sehen. Wir haben überhaupt gar keinen Treibstoff, weil kein Treibstoff rankommt. Jetzt wäre natürlich die Frage, wie lange müssen wir jetzt zurückschauen, damit wir sehen, dass es hier, wo oder woher das Problem stammt, ne? Das wäre jetzt eine andere Frage, aber um diese andere Frage mal ein bisschen zu klären, machen wir das jetzt mal so ein bisschen easy. Dann machen wir hinten einfach mal ein Ölgebiet rein. Dann sollte das irgendwie auch wieder gehen, dass hier Öl reinkommt. In das ganze Gebiet, und dann ist hier halt auch Ruhe. Ja. So. So, erstmal das. Dann ist hier oben hoffentlich irgendwo auch dieser Stromanschluss, nicht, dass sie dann alle irgendwie vertrocknen, weil sie haben alle keinen Strom und dann ist Ruhe. Sondern wir wollen es ja hier wirklich haben, dass es hier läuft. Genau, hier fahren sie sogar auf die zweite Station. Okay, hier funktioniert aber scheinbar was nicht, weil der Zug despawnt, ohne in ein Fahrzeug zu setzen. Wartet mal. Wir reißen den hier nochmal ab. Setzen, dann war das der hier? Nö. Nee, der da. Setzen hier dann einfach nochmal einen. So, da. So, dann gucken wir jetzt nochmal, ob es funktioniert. Falls es funktioniert, ist gut. Falls nicht, wäre es beschissen. Oh, hier hinten ist das erste Kraftwerk entstanden. 19 Arbeitsplätze. Ja, sollte auch irgendwie funktionieren, hoffentlich. So, wir waren ja hier oben noch so ein bisschen beschäftigt. Wo wir dann auch nochmal sagen können, ja, jetzt geht es hier auch weiter nochmal. Wir können meinetwegen nochmal gucken, ob wir noch was anderes haben, weil hier habe ich ja auch so ein bisschen nachgearbeitet. Das heißt also, wir haben jetzt hier auch ja, Zäune drin, die auch mal kaputt gehen, anders sind. Ja, also nicht nur unbedingt die neuesten, modernsten Zäune hier haben. So. Das heißt also von da. Ach ne, wartet mal. Ich will ja hier ungefähr ein Stück Platz haben. Das heißt also, ich mache das mal ab da. Da können wir sagen, ist okay. Da. Ist da. Machen wir den und verschieben den einfach mal um einen. Warte mal. Das waren ja hier sogar die kurzen, ne? Hä? Achso. Dachte schon wieder eben Absturz. Zack. Ja. Das sieht ja auch gar nicht so schlecht aus. Dann hier den Teil verlängern. Ich
Vielleicht sollte ich das aber wieder so machen. Gott. Da ist jetzt einer frei. Das ist natürlich sowas von ärgerlich. Hä? Also, falls ihr gerade irgendwas draußen hört oder irgendwas, was nicht meine Stimme ist, kann es sein, dass das entweder ein Fahrzeug, ein Flugzeug oder ein LKW oder die Autobahn sogar ist, die ihr hört, hören könntet. So, dann können wir das hier so als erstes mal verwahrlostes Grundstück anbieten. Und dann kann man hier irgendwie immer noch ein paar Sachen machen. Dann füllen wir einfach das. Und wir sehen auch, wir kriegen immer noch Einwohnerzuwachs. Obwohl eigentlich kein Bedarf mehr ist. Also wir haben einen Bedarf von minus 11. Und es kommt halt immer noch ein bisschen dazu, ne? Das ist doch halt ziemlich strange. Also ich finde es strange, dass immer noch was reinkommt. Obwohl ja, eigentlich kein Bedarf gerade ist. So. Zack. Dann haben wir hier ja irgendwelche Steine. Und die sehen eigentlich gar nicht so schlecht aus. So. Dann hatten wir hier ja auch irgendwo den... Und das. Zack, und jetzt... Was ist der hier? Nee, der da war das, ne? Obwohl die hier irgendwie nicht so reinpassen, diese Bäume. Weil es sieht strange aus. Und den sieht es auch nicht besser aus. Hä, wo hatten wir denn diese Oak? Diese riesen Oak. Die wir jetzt hier schon zweimal verwendet haben. Beispielsweise wäre ja sowas hier noch eine Möglichkeit. Sieht halt jetzt auch nicht schlecht aus, muss man verstehen. Das wäre hier beispielsweise so ein Ding gewesen, den ich mir eben gewünscht hätte. Ja. Also sowas kann man sich dann halt hier so in der Art vorstellen. Jetzt weiß ich leider nur nicht, wie lange ich schon aufnehme. Wartet mal. Wartet mal. 13 Minuten. Das ist irgendwie auf einem hochskalierten Bildschirm echt schwer zu sehen, finde ich. 13 Minuten, wir haben es 43, okay. So, genau, also hier hätten wir jetzt einen der Parkplätze, Anführungszeichen Parkplätze, für die Mitarbeiter gebaut. Jetzt geht es hier natürlich wieder an die Frage, was für eine Lampe nehmen wir hier? Oder was eignet sich am besten und was gar nicht? Am besten würde sich ja eignen, irgendeine Lampe, die total... So, da. Die so hell ist, dass wir hier irgendwie alles abdecken. Oder mehrere Lampen, die eigentlich alles abdecken, wäre auch noch okay. Vier. Vier. Ich glaube, dass die okay ist dann, ne? Nehmen wir die und die und jetzt kopieren wir die einfach.
Wir wissen ja, wie wir das bauen. So, wartet mal. Da braucht man eigentlich gar nicht. Was heißt also eigentlich immer in die Mitte? Zack. Zack. Und hier in der, wo es dunkel ist, da wird es natürlich schwer, irgendwas zu sehen. Zack. Ja, dann haben wir hier auch schon mal die Parkplätze halt fertig für die Mitarbeiter. Dann können wir aus dem Industriegebiet meinetwegen hier Fahrzeuge rüber kopieren, irgendwie was machen. Oh, jetzt fahren wir hier ins Minus, weil es ist Nacht und da ist halt nie so viel Action, ne? So, das kann weg. So, das ist auch weg. Jetzt ist die Frage auch, wie bauen wir hier zum Beispiel was noch weiter? Ach Leute, das ist ein Dings. Weil hier haben wir ja einen Bahnhof drinne, das ist der hier, und dann haben wir hier so ein paar verschiedene Hallen. Entweder kann man jetzt hier sagen, ja, ist mir doch egal, wie wir das bauen. Worunter waren das eigentlich? Ich muss mal schauen. Weil ich weiß selber nicht mehr, unter welcher Kategorie das war. Hey, was war das denn hier? Eine Gas Station. Das hört sich natürlich nicht schlecht an, eine Gas Station. Die könnten wir auch genau gewinnbringend hinsetzen. Ja, eigentlich hier vorne, ne? Das wäre so das Ideale. Oder ein Cinema. Und was ist das hier? Das sind die Rooftops. Was ist das? Verkehrspark. Zeppelin, okay, Stadion, das brauchen wir nicht. Da brauchen wir vorerst auch nichts mehr. Hier ist noch eine Gas Station, ne? Und eine etwas größere. Hm. Da bauen wir die einfach da unten rein. Dann haben wir hier erstmal zwei Stück. Und dann könnte man beispielsweise dieses Center. Das kommt so an die Straße. Könnte man natürlich das Center so ausrichten, dass die Rückseite irgendwie aufs Werk guckt oder sowas. Wäre eine Idee. Oder wir bauen hier beispielsweise den Expo-Park noch rein. Wir haben eigentlich mega viel noch, was wir bauen könnten, ne? Ja, also es gibt hier noch so ein paar Sachen, die wir vielleicht klären sollten, wenn wir hier noch weiter gucken. Ja, zum Beispiel lassen wir dann hier einfach 10 frei. So. 2 auf 2. Nee, so viel wollte ich nicht haben. Dann machen wir das jetzt hier dicht. Ja, und dann ist das hier oben halt auch okay. So, hieran könnte man dann wieder sagen, okay, wir bauen hier die Dings lang. Den Zaun. Der da war das ja. So. So. Dann zack. Und zack. So, das heißt also, hier hätten wir jetzt erstmal diesen Werksbereich abgegrenzt. Weil das ist ja hier auch noch so eine Sorge gewesen. Theoretisch könnt ihr jeder die ganze Zeit rein oder die ganze Zeit raus. Das wollen wir halt auch nicht unbedingt die ganze Zeit. Und dann gibt es hier halt noch so verschiedenste Sachen wie Verkehrskontrollen hier. Und die haben wir ja hier beispielsweise hier. Könnte man dann ja noch machen. Oder Schranken. Oder ein Glasfenster. Ist halt auch nicht schlecht. Hatte ich auch noch nicht. So, das heißt also,
Wir werden dann bis hier runter nochmal zwei Haltestellen machen, die vielleicht versetzt sind. Damit die Fahrzeuge dann auch passend durchfahren. So, und dann kann man hier vielleicht wieder das downgraden. Ja, dann graden wir das erstmal hier down und schauen wir uns das mal an, was hier jetzt geht und was nicht. Ja, das ist das Tor, das ist okay. Und dann kann man... Das ist auch noch ein Glasfenster. Kann man das hier nochmal zumachen? Wartet mal. Eins, zwei, okay. Dann sagen wir, da ist das Tor. Das ist genau falsch rum. So. Dann können wir jetzt das so machen, dass hier beispielsweise der ist. Da müssen die Fahrer der Fahrzeuge halt immer hier rein. Ja, dann sind die halt dazu verpflichtet, mal anzuhalten. Dann können wir wenigstens auch eine Anführungszeichen, Kontrolle hier durchführen von den Fahrern und Fahrzeugen. Ja, dann ist hier aber oben das Tor Schwachsinn eigentlich. Ich lasse es einfach drin, weil es jetzt gut aussieht. Ja. Und dann von dort dann machen wir das hier einfach jetzt so. Ist halt ein bisschen unschön gelöst, aber es sieht halt so aus, als wenn das halt ein Komplex ist wieder, ne? Dann kann man hier vorne auch wieder Parkplätze machen. Ja, ich sollte das Spiel weiterlaufen lassen. Wir wachsen aber immer noch, ne? Fällt mir gerade auf. Die Dinger, die steigen. Ohne, dass wir eigentlich was machen. Nicht nur ohne, dass wir eigentlich was machen, sondern wir machen nichts. Das steigt trotzdem, ne? Okay, das ist blöd gelöst. Mit dem Dreier. Ah. Okay, dann machen wir das hier. Dann sagen wir den daran. Und dann moven wir die erstmal einen Tucken weg. Dann Konkrete. Konkret suchen wir jetzt hier konkret. So, 1x1 sollte reichen, ne? Zack, zack, zack und zack. Irgendwie ist trotzdem gerade die Game-Performance mega am Verrecken gewesen, wie wir gesehen haben. So, das heißt also, wenn wir hier sagen, wir hätten die vorderen Dinger gerne zu, dann fährt hier auch keiner mehr durch. Und wenn wir dann die hinteren zumachen, dann fährt hinten halt keiner mehr durch. Logisch? Ich finde ja, deswegen lassen wir das jetzt auch so. Genau, die Busse können ja noch durchfahren. Jetzt haben wir hier Parkplätze. Das sind ja eigentlich sogar Besucherplätze. Das heißt, also hier sollten auch Autos am Ende hinkommen oder sich halt die Plätze besorgen. So, hat ja jetzt hier hinten die Industrie sich ausgebaut? Ja.
Ja. Jetzt ist eigentlich, oder wäre es cool, wenn wir hier die Autobahn, die Eisenbahn irgendwie erweitert bekämen. Dass wir hier sagen, cool, das ist jetzt auch dann die letzte Aufgabe für heute. Es kann schon wieder sein, dass viele schon wieder sagen, ach nee, der Alte, der macht doch nichts anderes mehr. Wir brauchen ja auch nicht mehr gucken. Dann mach doch nicht. So. Und dann gehen wir halt nicht darüber, sondern eigentlich will ich genau andersrum. So. Ja. Dann ziehen wir hier wenigstens den Pfeiler mit. So. Zack. Dann machen wir hier das erstmal irgendwie gerade. Oder dass wir hier sagen, das könnte gerade sein. Ja, das sieht gerade aus. Ach lol. Das ist doch gemein. Ich drehe das hier und er dreht das zurück, weil ich das hintere Stück bewege. Okay, das heißt also, da gab es auch wohl ein Update im Tool. Oha. Das wird interessant weiterhin. So. Dann wird es jetzt hier interessant, weil wir hier runtergehen. Wie kriegt man es am besten hin? Hallo? Das war irgendwie bescheuert eben. Wie kriegt man es am besten hin, so viel wie möglich hier irgendwie gleich zu kriegen? Indem man einfach so viel wie möglich gleich baut. Oh, ich habe mal drei von den Bäumchen auf einer Ebene. Blöd. Aber... Nee, da hatten wir... Wie viele haben wir denn da? Das kann doch nicht deren Ernst sein. So. Ja. Und dann... Hier hoch. Da hoch. Ja, dann haben wir hier auf jeden Fall auch die Steigung mitgemacht. Also auch einen der wichtigen Punkte für die ganze Bahn. So, und jetzt kommen hier so viele Züge, dass wir die gar nicht mehr kontrollieren können. Vielleicht hat sich ja dieses Containerproblem oder das Bahnhofsproblem jetzt ja gelöst. Dass wir hier nicht genügend Waren kriegen, aber hier hinten sind halt immer noch diese ganzen Warenprobleme. Das ist halt alles bescheuert. Aber die Industrie lässt nach mit den Nachfragen. Also ihr seht es ja hier, wir haben hier eindeutig weniger als vorher. Hier oben, naja, da können wir noch nicht ganz davon reden. Die Kraftwerke haben halt immer noch nichts. Und hier hinten brennt's. Eine Feuerwehr haben wir aber hier und da ist keiner aus, doch vier. Vier sind ausgerückt, aber keiner ist am Brandherd. Doch. Ich sag nix. Aber jetzt verbrennen hier hinten die ganzen Bäume. Was ist das denn für ein Betrug? Deswegen sieht das dann auch immer so bescheuert aus, wenn das hier brennt.
Was ist. Wie weit hat das Feuer sich denn jetzt ausgebreitet an der einen Stelle? Wartet mal. Move it aus. Nee. So. Jetzt sagen wir hier vorgegebener Stil und Rauchmelder. Ja. Alter! Euer Ernst? Hier ist das ganze Gebiet schwarz geworden, nur weil es gebrannt hat. Oh, das ist doch jetzt nicht echt. Wartet mal. Ein Zug ist despawned, aber kein Fahrzeug ist rausgekommen. Eine sehr schöne Methode, wie man dafür sorgen kann, dass man hier wirklich nochmal den Bahnhof abreißt und einfach einen blöden Standardbahnhof hinbaut, der auf der ersten Seite ist. Der aber ein bisschen größer ist als unser eben gebauter, aber... Das schaffen wir. So. Ja. So. Und dann... connecten. So. Fährt denn jetzt hier irgendwas über die Monorail oder darum? Nee, weil da keine Fahrgäste sind. Aber hier stehen welche. Logik. So, woher kommt der? Der fährt zum Kansas, aber der kann doch eigentlich hier hinten rumfahren. Ah, okay, jetzt fahren hier auch Fahrzeuge rein. Das ist schön. Noch besser wäre es jetzt, wenn wir irgendwo sagen, jo, das und das muss dringend noch mitgemacht werden. Jetzt bauen wir hier erstmal noch das aus. Dass wir hier einmal das ganze Gebiet wieder voll haben. So wie wir es die ganze Zeit hatten. Dann ist hier nämlich auch Strom auf der Leitung. Genau, jetzt ist hier die Beispielsverbindung schon da. Und dann geht das hoffentlich ratzfatz. Dann müssen wir irgendwie nochmal die Verbindung von hier hinten, also von da vorne nach hier hinten legen. Dass das auch geht. So, das Kansas kann nicht angefahren werden, weil das ist ja nicht auf dem inneren Knotenpunkt. Ab und an ist das echt beschissen. Ja, da backt gerade hier einer. Las Palmas. So, fährt weg, kommt rein. Kein Güterzug, Güterzug. Das ist Durchfahrt. Der ist auch eine Durchfahrt. Das war eben gerade irgendein Hyperspeed-Train. Könnte mich dreimal fragen, was das eben für ein Zug war, der da lang gerast ist. Der fährt auch weg. Und das erinnert mich jetzt schon eher an das, was wir damals hatten mit den ganzen LKWs. Dass es hier vermehrt zu Staus kommt und jetzt hier schon wieder... Was ist denn... Mann... Diese bescheuerten Rohstoffe, ne? Ich weiß nicht, wie das Problem entsteht. Ich weiß nicht, woher das kommt. Die sagen jetzt, sie haben nicht genügend Wald oder nicht genügend Rohstoffe. Muss ich jetzt hier wieder Wald bauen? Wartet.
einmal das. Und dann setzen wir hier meinetwegen nochmal ein paar größere Bäume ein. Die sind aber alle so schwarz, ne? Und irgendwie auch relativ klein. Aber okay. Dann warten wir halt ab, wie sich's hier entwickelt. Vielleicht kommt ja hier auch noch irgendeine überraschende Wendung. Dass wir hier sagen, ja, ist halt. Ja. So, was staut hier schon wieder? Irgendwie staut hier gerade ziemlich viel. So, hier vorne ist gerade einer aufgebaut. Double Train Track, okay. Ja, Rennen ist es auch nicht unbedingt unser Favorit. Auf den komme ich nicht. Den da hinten können wir uns anschauen, der fährt raus. Ja, also irgendwo müssen wir nochmal schauen, dass das wirklich besser funktioniert. Vielleicht ist ja hier allgemein einfach nur das Problem, dass wir jetzt Scheiße gemacht haben. Kann ja sein, ne? Wer weiß. Und ja, aber ich würde jetzt erstmal sagen, das war's jetzt für diese Folge. Ich hoffe, das war irgendwie doch ein bisschen synchron. Und es funktioniert auch irgendwie alles, von daher. Wir sehen uns dann morgen wieder oder übermorgen zu Folge 100. Das wird wahrscheinlich auch noch irgendeine stinknormale Folge sein. Und dann können wir ja mal gucken, ob wir mal irgendeine Special-Folge machen oder sowas. Oh, hier hinten unsere externe Straße wird ja genutzt. Gibt es hier nicht irgendwas, was wir mal hier drauf bauen könnten, was dann auch interessant aussieht? So als Weg. Ja. Wartet. Gibt es hier irgendwo so eine blöde Dirt Road, die doppelt ist? Die so ein bisschen interessanter aussieht? So, dann lassen wir das jetzt da und dann hat es jetzt. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, eine wunderschöne Zeit. Hart rein und ciao!